Dann will der Hund was zu essen haben. Und die Spitzhacke mal hier. Ach, der hat noch. Ist ja ein guter Hund. So, die Kühe sind auch noch voll. Kann ich das eigentlich? Es gibt bereits 4 von 4. Es gibt bereits 1 von 4. Okay. Dann, guten Tag. Oh, ich streiche jetzt sogar. Mildred ist beschäftigt. Ich glaube, bei Harvest Moon war es auch so, dass die Kühe, wollte ich gerade sagen, später mehr Milch gegeben haben. Und jetzt hat Mildred keine Milch mehr. Jetzt aber wieder? Nee. Ist ja eine gute Kuh. Wo haben wir die andere Kuh? Da. Erstmal streicheln. Die hat weiterhin nur eine Milch. Okay. Futter haben wir ja ausgestellt. Wie schon gesagt, bei den Bienen denke ich, brauche ich einen Smoker. Habe ich noch eine Biene in der Tasche? Ja. Die, stopfen wir mal damit rein. Gut. Wir haben 1000. Ich würde jetzt gerne erstmal schnell die Milch, die ich geerntet habe, was auch immer, wie man das nennen mag, die ich habe verscherbeln. Dann kaufen wir uns die Schnitzstation. Und wenn wir die haben, so, die gibt es ja im Handwerkerladen, stand da. Die wollte ich eigentlich im Katalog mir holen, ne? Schnitzstation. Tischsägekombinator, Schnittstation. Gut. Das Ding stellen wir jetzt bei uns zu Hause auf. Ups. Wenn wir schon sowas haben. Wir wissen, wir brauchen alles, was wir an Geld kriegen können. Damit ich mir nämlich direkt die Polierstation auch noch holen kann. Wenn es etwas gibt, was ich an unserer kleinen Stadt liebe, dann ist es gegenseitiges Vertrauen unter uns Stadtbewohnern. Wir haben seit einem Jahrzehnt keine Polizei gebraucht. Deswegen habe ich sie aufgelöst. Das hatte nichts mit Geld zu tun. Natürlich nicht, Monopolymann. Kennt ihr dieses Phänomen, dass, boah, jetzt fällt mir, glaube ich, natürlich nicht ein, wie es heißt, dass Mandela... Mandela-Phänomen, Mandela-Syndrom sogar. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall die Annahme von einer größeren Menschengruppe, dass etwas geschehen ist oder dass ein Ereignis so stattgefunden hat. Wie zum Beispiel, dass Nelson Mandela tot im Gefängnis gestorben ist. Daran erinnern sich, ja, ganz, ganz viele Leute, obwohl das nicht passiert ist. Ah. Und genauso erinnern sich ganz viele Leute daran, dass der Monopoly-Mann ein Monokel trägt. Ich persönlich glaube, das liegt einfach daran, weil man das mit dieser Art, mit dem Zylinder und sowas alles verbindet. Ich muss in die Richtung. Aber der Monopoly-Mann hat tatsächlich nie ein Monokel getragen und trägt es auch heutzutage noch nicht. Und genau aus diesem Grund gehen wir jetzt nach Hause, kratzen uns am Ohr. Er wächst prächtig. Ach, so ein Blumen. Ich habe gedacht, da liegt irgendwas rum. Und stellen diese Station... Ja, einfach mal dahin. So, schnitzen. Wir sollen schnitzen. Blech. Also Nägel habe ich gerade draufgelegt. Jetzt kommt Blech. Und Bauholz.
Was ist das? Nein! Nein! Gib mir mein Holz wieder! Das war aus Versehen. Was haben wir hier? Pfosten. Ah, daraus kann ich bestimmt einen Zaun kombinieren oder sowas. So, jetzt sollen wir aber kombinieren das Ding, diese Box und die Käfer. Cool. Wir haben das Rezept Köderbox vollendet. Und jetzt sollen wir diese Köderbox dorthin bringen. Nein, ich wollte auf die Map gucken. Wo ein Wald hinter einem kleinen Wald beim Hügel ist. Das ist der Wald, ne? Da flitzen wir mal hin. Und gucken, ob wir den Fischer gleich fertig machen können. Und ob wir dann quasi ein neues Interaktionsgebäude haben. Ich würde dann gerne noch ein kleines Häuschen wirklich hinbauen. Und nicht nur diesen Pfosten. Und ich würde gerne Straßen bauen aus den Steinen, die wir haben, damit wir dorthin gehen können zum Fischerhaus. Also, dass ich auch wirklich einen Weg dorthin bauen kann. Bin ich auf dem richtigen Pfad? Ja, da lang. Oh, den da. Wie schon gesagt, ich möchte die Polierstation noch haben. So. Tada! Das Zimmer. Die Köderbox, die können wir ja hier hinstellen. Angelplatz ist fertig, ne? Ein Pfosten, ein Fass. Okay, jetzt muss man Ria finden oder so, ne, um der das zu erzählen. Und vielleicht auch diese Farm-Fan-Tante. Dann kriegen wir vielleicht wieder was geschenkt. Beim letzten Mal hat die uns, ich bin voll die falsche Richtung, beim letzten Mal hat die uns ja schon fett beschenkt. Seht ihr, deswegen brauche ich einen Weg, damit ich mich ungefähr orientieren kann, wo ich hin muss. So, genau du. Ja, Yolandi, auf einmal gibt es hier einen großartigen Angelplatz. Der ist total großartig. Ich bin so gerührt. Ich werde dir meine alte Angel geben. Sie ist zwar schon etwas abgenutzt, aber sie funktioniert immer noch einfach frei. Leiste mir mal ab und zu an Gesellschaft. Du kannst alle möglichen leckeren Fische fangen wahrscheinlich. Sprich mich ab und zu mal an und bringe dir was bei, was ich kann. Kann ich das gleich machen? Oh nein, ich kann meine gelben Socken nirgends finden. Was soll ich jetzt nur tun? Mein Leben ist ruiniert. Hier, ich werde danach suchen. Du hilfst mir bei der Suche, bitte bring sie so schnell wie möglich. Das tun wir doch sofort. Was ersetzt man denn? Ja, die Hacke erstmal. Oh, du hast gelbe Socken gefunden. Danke, danke schön, vielen Dank. Worauf wartest du her damit? Vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich ohne deine Hilfe getan hätte. Bitte lass mich dir als ein Dankeschön das hier übergeben. Tore? Ach, wir haben ja schon Hockey-Dingspunkte gekriegt, ne? Yolandi, letztens war ich beim Ozean angeln. Ich hatte ein richtig widerspenstiges Ding am Haken, muss riesig gewesen sein. Dann ist was Furchtbares passiert. Meine Leine ist gerissen und ich bin nach hinten weggepurzelt. Als ich mich wieder aufgerappelt hatte, war es schon entwischt. Es hat meinen Glückshaken mitgenommen. Es muss noch irgendwo in der Kreatur stecken. Ich traue mich nicht, ihn mir wiederzuholen. Kannst du es nicht für mich übernehmen? Ist wirklich wichtig. Okay, hier steht auch immer Tagebuch aktualisiert. Ich sollte mal in das Tagebuch reingucken, glaube ich. Geht's jetzt echt zum Angelplatz? Das wäre fett. So, wir haben eine der vielen Aufgaben gelöst. Wenn wir jetzt mit Angeln auch noch Geld verdienen können, das wäre natürlich cool. So, das probieren wir auch dann mal aus. Ich möchte bloß erstmal Käferei hier loswerden. So. Und Smoker müssen wir auch noch kaufen. So. Wir haben erst 840.
Ich bin am Überlegen, ob wir uns mehr Tiere zulegen sollten. Ich sollte vielleicht erstmal den Stall für die eine Tiersorte schön ausbauen und dann kann ich mich immer noch um weitere Tiere kümmern, ne? Karottenkuchen. Der war ja nicht hier dabei, ne? Popcorn, Zitrone, Mango, Drachenfrucht, Erdbeer, Orange, Apfel. Aber warte mal, das können wir vielleicht bestellen, ne? Wir gehen mal nach Hause, Leute. Wir können ja dann. Wir gehen mal nach Hause. Da hinten lang. Dann gucken wir gleichzeitig auch mal, wie teuer die Polierstation ist. Die Farmfan müssten wir auch noch mal aufsuchen, auf jeden Fall. Okay, den geht's allen gut. Zur Sicherheit. So, die Tore und so, das würde ich auch gerne noch aufbauen. Aber erstmal stellen wir das hier in den Schrank. Vielleicht können wir dann auch echt damit irgendwann mal Hockey spielen oder sowas. Das wäre natürlich fett. So, wir haben jede Menge Holz und so. Das stört uns aber gerade nicht, dass wir das im Inventar haben. Und die Fee. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich die verliere. Deswegen setzen wir die auch mal hier rein. Kombinieren. Ich wollte was gucken. Karotte. Aha, das ist das, was ich verkaufe, hm? 2300! Bist du des Wahnsinns? Was ist denn das? Gemüseeintopf. Warte mal. Das Rezept. Karottensuppe. Karottenkuchen 4200. Sag ich doch nur. Oh, der sieht süß aus. Warum ist so ein fetter Hochzeitskarottenkuchen 120? Und der 2300, weil ich für den was krieg, oder was? So, na gut. Das habe ich mir leichter gedacht. Metermaß, trockener Schwamm. Okay. Was wollte ich denn jetzt suchen? Ach so. Po-po-klille. Ich habe nur eine Hand und kann so polieren. Ist das nicht Polierstation? Das sind Möbel, ne? Ja. Obwohl ein Bienenhaus ist jetzt auch nicht ein Möbelstück. Boah, guck mal, ein Strandball. Oh, es gibt so schöne Sachen, ne? Na? Ein Einhornstofftier. Ich muss sagen, hätte ich die 1000, hätte ich es sofort gekauft. Auch wenn es echt blöd wäre. Okay. Okay. Montagebau. Schnitzback. Riesenkombinator, Koch, Misch. Saatgut-Tischsäge. Waschbecken. Smoker 60? Dünger können wir bestimmt aus der Kacke herstellen, ne? Eine Wasserspritzpistole, ist das geil. Namensformulare haben wir ja selber noch, die brauchen wir nicht. Lupe. Ich würde mir gerne so einen Smoker bestellen. Du besitzt keine Versandstation, um Bestellung zu empfangen. Alles klar. Also brauchen wir die tatsächlich noch dafür. Was machen wir denn dann Kluges als nächstes? Wir müssen sowieso warten, bis das wächst. Klug wäre es wahrscheinlich, wenn wir irgendwie Kohle ranschaffen würden.
Oder mehr bauen. Und zwar mehr bauen für. Hier hinten, das Haus müssen wir anscheinend wirklich komplett selber bauen, ne? Habe ich ihn hingestellt im Briefkasten da? Ich habe echt gedacht, dass sich das von alleine so ein Stück baut oder sowas. Aber das tut es nicht. Deswegen gehen wir mal hier zu dem. Wo ist denn dieser Flugplatz jetzt hin? Hallo? Bin ich total beschränkt? Ah, da ist der, ne? Da können wir auch gleich im Gasthaus bei der Farmfirma mal vorbeigehen. Vielleicht schenkt die uns was dafür, dass wir den Angelplatz gebaut haben. Und angeln können wir auf jeden Fall auch noch gehen. Wie geht's, Yolandi? Bist du wohl auf? Oh, wir bekommen nichts geschenkt. Okay. Dann hier hinten. Zwei Bänke. Regionsschutz. Was ist das? Zwei Bänke, eine Wetterfahne und Palettenstapel. Kann ich davon schon was bauen? Natürlicher Baum, Pfosten, glattes Bauholz, Frankenstein. Ich würde gerne wissen, wie das aussieht. Das ist bestimmt mega cool. Sieht auch aus wie von einem Halloween-Fest oder so. Hier ist ja Kochzeug. Warte mal, war hier nicht auch irgend genau sowas? Hier kann man bestimmt auch gucken, wie ich Sachen fertig erkunden kann, oder? Ach, dann kann ich das. Nutze einen Kleiderschrank, um dich umzuziehen. Finde 100 gemischte Samen. Okay. Was? Mähe Pflanzen nieder? Gibt's ein Rasenmäher oder was? Pflanze 50 Samen. Sammle Pilze. Habe ich auch noch gar nicht gemacht, ne? Stimmt, können wir machen. Finde ein Fossil. Er hätte ein Gemälde. Finde 100 Fossilien. Tausendmalstein. Hier ist mit Rezepten. Das sind quasi nur Errungenschaften, ne? Das sind die Tiere. Aha, dann ist das hier auch so mit den Fossilien aufbauen. Das ist fett. Das stehe ich richtig drauf, ne? Aber wir brauchen ja trotzdem noch so ein. Warte mal, wir hacken noch mal so ein Ding nieder. Stehen doch überall so solche Dinger rum, oder? Wir haben schon wieder gelbe Socken gefunden. War es nicht Ria? Können wir mal Cecile ansprechen, obwohl ich glaube, dass Ria das mit den Socken war. Samenhersteller sind fantastisch, oder? Manchmal kann man seltene Variationen bekommen. Ich frage mich, ob ich einen manipulieren kann, damit diese öfter vorkommen. Diese Sonne ist da und sie ist schön und warm. Es ist einer dieser Tage, an denen man einfach nur entspannen und nichts tun möchte. Boah, also quasi wie immer, hä? Ria ist bestimmt dort hinten. Ich würde sagen, wir greifen uns mal unsere Angel. Hast du Socken verloren? Ich habe von Orten gehört, an denen es viele streunende Katzen gibt. Ach, das hat man schon.